Hallo, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Ich möchte euch heute zeigen, wie man so eine schöne romantische Kette selber macht. Für die Kette braucht ihr einen längeren Draht, der 90 cm lang ist, und drei kürzere Drähte, die jeweils 40 cm lang sind. Der Durchmesser des Drahtes ist 0,3 mm. Außerdem braucht ihr 6 Perlen und einen Stift. Zuerst nehmt ihr einen der kürzeren Drähte und wickelt ihn stramm um den Stift rum. Dadurch entsteht so eine Spirale. Das gleiche macht ihr mit den anderen kurzen Drähten. Jetzt habe ich drei Spiralen. Jetzt nehme ich den langen Draht. Den langen Draht halbiere ich ungefähr und ziehe eine der Spiralen auf den Draht auf. Mache ihn ungefähr bis zur Mitte hier. Hier an der Mitte schiebe ich die Spirale zusammen und drehe den Draht hier oben leicht zusammen. Jetzt drücke ich die Spirale so auseinander und ziehe die einzelnen Kreise auseinander. So. Als nächstes ziehe ich eine der Perlen auf eine der beiden Seiten. Ich schiebe die Perle ungefähr bis hier ein Stückchen vor der Blume und drehe sie auch fest. So. Das gleiche mache ich hier auf der anderen Seite. Da ziehe ich auch eine Perle auf, ein Stückchen vor der Blume und drehe die hier zusammen. Jetzt ziehe ich eine der Spiralen auf eine der Seiten auf. Genau wie bei der Blume hier unten mache ich jetzt die Spirale so auseinander und ziehe die einzelnen Kreise auseinander. Jetzt ziehe ich auf die andere Seite die Spirale. Jetzt mache ich noch wieder auf die eine Seite eine Perle. Das gleiche auch wieder auf der anderen Seite. Und nun mache ich nochmal auf beide Seiten eine Perle. Die Kette ist fast fertig. Hier oben drehe ich die Reste des Drahtes zusammen. Das könnte etwas unangenehm sein, das ist ja hinter im Nacken, deswegen sollte man da auf jeden Fall nochmal fühlen, ob oben irgendwo etwas piekst. So, die Kette ist jetzt fertig. Die ist zwar jetzt so ein bisschen komisch geformt, aber wenn man sich die umhängt, kann man sich die auch noch jeweils so ein bisschen zurechtbiegen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zu sehen, wie ich diese Kette hier bastel mit den schönen Blumen. Und wir sehen uns bei einer neuen Folge von Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss!